Ja, herzlich willkommen zu unserem Batteriegipfel heute hier in der Messe Cottbus. Ich freue mich sehr über Ihre Anwesenheit, über die Teilnahme. Wir haben uns heute das Thema Batteriezellenproduktion in der Lausitz vorgenommen. Aufgekommen ist das Thema im Rahmen der Diskussionen der Kohlekommission, wo ja über verschiedene Projekte zur Gestaltung, Flankierung, Begleitung des Strukturwandels diskutiert wurde. In dem Zusammenhang hatte Bundeswirtschaftsminister Altmaier die Ansiedlung von Batteriezellenproduktionen für die E-Mobilität in den von Strukturwandeln betroffenen Revieren angekündigt bzw. als eine Option ins Feld gebracht. Es gab dazu jetzt in verschiedenen Runden schon einige Gespräche und Vorbereitungen und bisher aber noch nicht eine öffentliche Veranstaltung dazu. Wir fanden das Thema so wichtig und spannend, dass wir gesagt haben, dazu müssen wir uns mal Zeit nehmen, das von allen möglichen Seiten zu beleuchten. Zum einen zu den Voraussetzungen, die wir hier in der Lausitz haben dafür. Ist es denn möglich, das hier anzusiedeln? Welche Gegebenheiten sind da, die dafür sprechen? Was spricht vielleicht auch dagegen? Wie ist der aktuelle Stand? Was käme dafür wo in Frage? Ich bin ganz froh, dass wir einen sehr breiten Mix von Referenten dafür haben gewinnen können. Im Einzelnen werden sie nachher noch vorgestellt werden. Eins gleich vorneweg, der Herr Zentgraf von Kattel hat uns leider Anfang der Woche abgesagt. Sehr bedauerlich, mit dem waren wir auch im intensiven Gespräch vorab, aber da wird sicherlich an anderer Stelle nochmal die Gelegenheit geben, das zu vertiefen. Haben wir heute auch, bin ich gleich bei der Überleitung, heute anstelle von Herrn Kelch, der leider auch kurzfristig verhindert war, aber eine würdige Vertretung für die Stadt Cottbus, Herrn Niggemann, und damit möchte ich Sie auch gleich mal nach vorne bitten. Mit Herrn Kelch sind wir seit langem in intensiven Austausch, gerade zu der Frage, wie geht es hier in der Region weiter mit dem Auslaufen der Kohle, wo könnte man wie anpacken. Die Stadt hat da ja auch schon einige spannende Projekte entwickelt. Deshalb freue ich mich sehr, dass Herr Niggemann heute bei uns ist, um uns hier zu begrüßen. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Schinowski, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich in der Stadt Cottbus. Willkommen in der Energiestadt Cottbus. Wir leben momentan ja in sehr spannenden Zeiten, in Zeiten, in denen die Weichen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte in der Stadt und in der Region gestellt werden. Die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung hat ihre Empfehlungen abgegeben und wir gehen davon aus, dass diese Empfehlungen auch im politischen Raum Bestand haben werden. Wir haben damit in einigen Dingen Klarheit erhalten. Im Detail bleibt aber natürlich vieles offen. Und es wird jetzt darüber gestritten werden, was wie in welche Gesetze gegossen wird, wie Maßnahmen umgesetzt werden, in welcher Geschwindigkeit und wie sie finanziert werden. Die Stadt Cottbus hat ihre Stadtplanungsziele natürlich an den Strukturwandel angelehnt und eine ganze Reihe von Projekten in Umsetzung, die den Strukturwandel unterstützen sollen. Und ein paar würde ich gerne nennen. Da ist natürlich zum einen der Cottbuser Ostsee, der größte künstliche Binnensee Deutschlands, der geschaffen wird in den nächsten Jahren. Dort entsteht ein neues Hafenquartier, ein CO2-neutrales Hafenquartier. Die Hafenstadt soll als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort in die Kernstadt hineinwachsen. Wir wollen aber auch, dass der Ostsee ein Forschungsfeld und Wissenschaftsanker für die BTU Cottbus-Senftenberg wird und natürlich auch den Tourismus fördern. Ein weiterer Punkt ist das Bahnwerk in Cottbus. Dort fordern wir vom Bund, dass die Arbeitsplätze dort gesichert werden und auch wieder die Beschäftigungszahlen, die es dort geben wird, die es in der Vergangenheit dort gab. Wir fordern Forschungseinrichtungen, wir fordern Behörden, wir fordern aber auch Investitionen in die Infrastruktur, und damit meine ich sowohl die Verkehrsinfrastruktur als auch die digitale Infrastruktur. Und viele von diesen Punkten können umgesetzt werden, Planungen sind gelaufen teilweise, da können ohne lange Vorreden Dinge angegangen werden. Uns ist aber auch klar, dass Strukturwandel wesentlich komplexer ist und es gibt auch nicht die eine Lösung, es gibt nicht
die eine große Maßnahme, nicht die eine große Behörde, nicht das eine große Infrastrukturprojekt, sondern es gehört einfach vieles dazu. Und wir wollen auch gar nicht das Unternehmen LEAG ersetzen, sondern vielmehr im Zusammenspiel mit der LEAG, mit den Zulieferern der LEAG und in vielen anderen Kompetenzen, die wir vor Ort haben, den Strukturwandel gemeinsam bewältigen. Und die Batterieproduktion kann eine dieser Pfeiler sein. Die Batterieproduktion wurde vom Wirtschafts- und Energieminister Altmaier auch der Lausitz zugesagt. Ich weiß jetzt nicht die einzige Region, die das schon mal gehört hat, aber wir nehmen den Minister hier natürlich gerne beim Wort. Wir sind eine Energieregion, wir verstehen uns als Energieregion, wir haben vor Ort vielfältige Akteure mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen, die wir aber für eine Batterieproduktion brauchen. Wir haben energietechnisches Know-how, wir haben energiewirtschaftliches Know-how, wir haben wirtschaftliche Kompetenz, all dies werden wir hier brauchen. Und dann wird es uns auch gelingen oder kann es uns gelingen, dass hier an Batterietechnik geforscht wird, dass Batterien entwickelt werden, dass sie großflächig industriell produziert werden und auch genutzt werden. Heute sind viele dieser Akteure hier anwesend in dem Raum und ich hoffe, dass wir interessante Gespräche haben werden, spannende Gespräche, dass wir uns austauschen, vielleicht auch das ein oder andere Mal kontrovers diskutieren und dass von diesem Gipfel, diesem Batteriegipfel, ein Signal ausgeht für eine weitere Zusammenarbeit in diesem Bereich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Negemann. So, damit so eine Veranstaltung gut läuft, braucht man auch immer eine gute Moderation. Wir sind sehr froh, dass wir dafür Tim Jäger haben gewinnen können. Ich möchte Sie mal hier gleich nach vorne bitten. Hier ist auch noch ein Mikrofon für Sie da. Hallo, guten Tag. Dankeschön, Tag. Soll ich mal den Kreis schließen? Ich glaube, wir sind alle so schön vorgestellt worden und so nett und charmant. Heide Schinowski, wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Potsdamer Landtag in der zweitschönsten Stadt des Landes. Vielen Dank. Und vielen Dank für diese spannende Idee. Allerdings beim Nachdenken über diesen Batteriegipfel, Heide Schinowski, habe ich überlegt, wie grün ist diese Idee eigentlich über die Nachhaltigkeit, die Ökobilanz, auch von Batterien, wird ja auch besonders in letzter Zeit, wo das Thema wieder hochkommt, vermehrt diskutieren. Was bringt es uns eigentlich, wenn wir uns hier in der Lausitz die Braunkohlebagger vom Hals schaffen und dann woanders die Landschaft für Lithium verschandelt wird? Das ist eine ganz wichtige Frage. Elektromobilität hat ja immer so den Anschein von ganz besonders ökologisch und nachhaltig zu sein, aber es ist natürlich klar, dass das nicht per se so ist. Es kommt zum einen darauf an, mit welchem Strom fahren die Autos. Wenn es dann weiter der Braunkohlestrom ist, ist es noch nicht nachhaltig. Und ganz wichtiges Thema, auf welcher Basis funktionieren dann eigentlich diese Batterien, diese Akkus? Lithium haben Sie angesprochen, ist problematisch. Die Zustände, wie es gefördert wird, sind nicht konform mit dem, wie wir uns das vorstellen. Aber das Gute ist, das ist nicht die einzige Technologie, die dafür in Frage kommt, sondern da sind ja eine Reihe von Ansätzen inzwischen in Erforschung, Erprobung und auf dem Weg. Und auch um diese Frage soll es heute gehen. Also wir widmen uns dem Thema Rohstoffe zum Schluss nochmal ausgiebig. Und ich persönlich glaube, dass es nicht bei Lithium-Ionen bleiben wird, sondern dass es in andere technische Richtungen gehen wird. Und die Aussichten zumindest sind ja so übel nicht. Also die Veranstaltung heute passt ja sozusagen wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, am Dienstag haben die Wirtschaftsminister von Frankreich und Deutschland zusammengesessen und genau über dieses Thema geredet. Und ich glaube, so zumindest im Subtext tauchte die Lausitz da auch auf, ne? So habe ich es auch verstanden und so würde ich es uns auch sehr wünschen, dass es in die Richtung geht. Macron hatte ja angekündigt, dass er investieren möchte und zwar nicht nur in Frankreich, sondern auch hier. Insofern bin ich sehr froh, dass es so schnell diese konkreten Gespräche gab und ich denke, heute die Runde ist auch wichtig dafür, dass vielleicht unsere Chancen steigen, dass es auch hier landen könnte. Naja, die ist immerhin prominent und sehr spannend besetzt. Also wir reden hier heute mit Vertretern, beziehungsweise wir können lauschen, Vertretern der Europäischen Kommission, der Landesregierung. Die regionale Wirtschaft ist vertreten, auch als Referenten hier. Und natürlich, da haben wir hier einen guten Vorteil mit der BTU gleich um die Ecke, auch Leute aus der Wissenschaft und natürlich Heide Schinowski aus der Politik. Und so als kleinen Einstieg nochmal die Frage auch an Sie. Wie gut aufgestellt ist die Region hier für diese potenzielle Ansiedlung eigentlich? Ich meine mal so eben, Batteriezellen herstellen, da braucht es ja auch Fachleute für. Also ist die Region auch personell überhaupt geeignet dafür?
Ich denke, wir haben hier viele gute Voraussetzungen von dem, was hier an Wirtschaft und Wissenschaft vorhanden ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es uns die Fachkräfte, die noch fehlen, auch hierher holt. Wenn man hier attraktive Arbeitsplätze hat, dann kann man vielleicht auch Menschen bewegen, hierher zu kommen. Ach, und diese ganzen neuen Zuganbindungen, die anstehen, auch wunderbar. Ja. Ganz genau, auch die. Also ich setze darauf, dass einige der Fachkräfte tatsächlich auch von der Lehre kommen können, wenn dort was ausläuft. Das ist ja ein Bereich, der ist nicht so ganz weit weg. Und dass wir dadurch vielleicht auch Leute gewinnen können, hierher zu ziehen. Vielen Dank. Zunächst Heide Schinowski, dann freuen wir uns doch mal auf einen spannenden Mittag und Nachmittag. Vielen Dank. An Sie noch der Hinweis, sollte es Sie dürsten beim Lauschen. Dort draußen stehen jederzeit Getränke bereit. Ich glaube, wenn wir hier oben stehen, wären wir grün im Gesicht, oder? Dort draußen stehen noch Getränke bereit. Und wer von Ihnen, auch das nochmal eine Bitte der Veranstalter, sich noch draußen nicht in die Liste eingetragen hat, in die Anwesenheitsliste, man wüsste, glaube ich, im Nachhinein sehr gern, wer heute so alles hier war, dann gerne dort noch eintragen. Und wir beginnen mal mit den Referenten. Herzlich willkommen, Thilo Brückner. Machen Sie es sich doch gerne schon gemütlich am Pult. Sie sind vom Fachverband EMINT und dort Leiter der Fachabteilung für Energiespeicher. Dort sind etwa 70 Unternehmen unter diesem Dach organisiert, von der Fertigung bis zur Aufbereitung. Ja, und wie steht's um Status und Aussichten für die Herstellung von Batteriezellen hierzulande? Thilo Brückner. Vielen Dank, Herr Jäger. Ja, ich möchte Ihnen heute gerne kurz mal die Sicht der Zulieferer, der Ausrüster in Bezug auf die Batterieproduktion näher bringen und aufzeigen, dass das Thema Batterieproduktion bzw. Batteriezellproduktion in Deutschland für uns Maschinen- und Anlagenbauer auch ein sehr wichtiges strategisches Thema ist. Vielleicht ganz am Anfang ein kleiner Werbeblock, was wir machen. Also die Batterieproduktion ist Teil des VDMA, also des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, wobei wir mittlerweile nicht mehr nur deutsch sind, sondern auch immer mehr europäische Mitglieder. Also wir denken nicht nur deutsch, sondern auch in europäischen Dimensionen. Das gilt auch für die Batterieproduktion. Bei uns sind, Herr Jäger, mittlerweile ist es sogar noch ein bisschen mehr geworden. Wir haben jetzt, glaube ich, 83 Firmen im Bereich Batterieproduktion und insgesamt im VDMA sind es 3.200. Bei der Batterieproduktion machen wir eine ganze Menge auf technischem Gebiet. Wir erstellen technische Roadmaps. Wer daran Interesse hat, es ist natürlich sehr technisch, aber wer daran Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden. Da können wir gerne auch Material liefern. Wir haben Flyer, wo die Prozesskette der Batterieproduktion erklärt wird. All das kann man bei uns anfordern. Wir sind natürlich auch als Netzwerk für unsere Mitglieder da. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen. Was wir auch besonders machen für unsere Mitglieder, sind Delegationsreisen, sogenannte Roadshows. Wir gehen, weil eben die Musik bei der Batterieproduktion nach wie vor in Asien spielt, da machen wir unsere Roadshows hin mit unseren Mitgliedern. Wir waren in Südkorea bei den großen Batterieherstellern. Wir waren letztes Jahr in China, auch bei CATL, die heute ja leider nicht vortragen können, die ja nach Erfurt gehen und sich hier ansiedeln. Und dieses Jahr gehen wir in die USA, also wir sind auch auf den Weltmärkten präsent, um unsere Mitglieder zu unterstützen. Und natürlich sind wir auch im politischen Bereich aktiv, deswegen sind wir auch froh, dass wir heute eingeladen wurden und von unserer Seite ein bisschen erzählen können. Wir sind unter anderem verankert in der European Battery Alliance und auch in der neuen, jetzt letztes Jahr aufgesetzten nationalen Plattform Mobilität sind wir zum Thema Batterieproduktion auch drin. Hier mal einmal ein Schlaglicht auf die Mitglieder, die wir im Bereich Batterieproduktion haben. Wie gesagt, 83 sind es, glaube ich, mittlerweile. Das eine oder andere Logo wird Ihnen wahrscheinlich dann auch bekannt vorkommen. Es gibt auch einige Firmen, die hier in Ostdeutschland angesiedelt sind. Das Besondere ist wirklich, dass wir in Deutschland bzw. Europa die gesamte Wertschöpfungskette der Batterieproduktion abdecken können. Also wir haben Zulieferer
aus dem Bereich Kathodenherstellung, Zellproduktion bis hin zu Modul- und Packmontage, Automatisierung, Handhabung und Mess- und Prüfsysteme ist eigentlich wirklich alles vertreten. Wie sehen wir die Batteriezellproduktion in Deutschland? Wir haben dazu schon 2015 eine Position herausgebracht und das ist auch eine ganz klare Botschaft für uns. Die Batteriezellproduktion hat für uns erhebliche strategische Bedeutung. Das scheint jetzt auch bei der Automobilindustrie langsam in die Köpfe zu kommen. Das war in der Vergangenheit leider nicht so. Für uns ist es insofern strategisch wichtig, als wir denken, wenn wir bzw. die Automobilindustrie langfristig keinen Zugriff hat, keinen direkten Zugriff hat oder nicht selbst die Batteriezellproduktion in der Hand hat, ist man langfristig abhängig von den Asiaten, so wie man es auch im Moment noch ist. Und das ist eben für die Automobilindustrie als eine der wichtigsten Industrien, die wir hier in Deutschland haben, sehr fatal aus unserer Sicht, weil es so ist, dass ungefähr 40% der Wertschöpfung von einem Elektroauto auf die Batterie entfallen. Und alleine bei der Batterie sind es 70% die Zelle. Und wer darauf künftig keinen Zugriff hat, wird Konditionen diktiert bekommen, dann von den Asiaten langfristig und irgendwo das Heft aus der Hand geben. Das ist die große Gefahr, die wir sehen. Und deswegen sind wir auf jeden Fall für eine Ansiedlung von Batterieproduktion in Deutschland und Europa, damit die Stärke der Automobilindustrie, die wir hier haben, auch erhalten bleibt. Das ist natürlich für die Zulieferer einerseits wichtig, natürlich dann, um hier vor Ort Kunden zu haben. Aber es ist auch weltweit für uns von Vorteil, weil wir eben sehr stark exportorientiert sind, dass wenn wir hier Referenzen in Europa haben, das auch für uns bedeutet, dass wir weltweit mehr in die Batterieproduktion kommen. Was wir gemacht haben kürzlich, eben weil diese Diskussion um die Batteriezellproduktion in Deutschland und Europa jetzt endlich langsam Fahrt aufgenommen hat, dass wir uns mal angeschaut haben, was bedeutet das für die möglichen Beschäftigungseffekte, weil natürlich gesagt wird, okay, die Batteriezellproduktion ist hochautomatisiert. Das bedeutet, dass in den Fabriken selber vermutlich gar nicht so viele Arbeitsplätze entstehen. Aber so kurz darf man nicht denken. Man muss natürlich auch auf die Zulieferer blicken, auf die Materiallieferanten, die wiederum auch wieder vom Maschinen- und Anlagenbau ausgerüstet werden und am Ende auch eben die Sicherung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Da haben wir uns eben die Frage gestellt, wie ist der europäische Maschinen- und Anlagenbau langfristig als Zulieferer in der Batterieproduktion aufgestellt, mit Fokus auf die Zellfertigung und dann eben, was ich gerade angesprochen habe, das Thema Referenzen, was das für Auswirkungen haben kann. Und wie gesagt, wir haben dann geschaut, was hat es für Beschäftigungseffekte in den Fabriken selber, Maschinen- und Anlagenbau, die vorgelagerte Wertschöpfungskette und eben die Auswirkungen auf das Exportgeschäft. Ich habe jetzt mal hier nur die wesentlichen Ergebnisse zusammengestellt, wen diese Kurzstudie im Detail interessiert. Wir können uns gerne hinterher dann auch nochmal zusammenfinden und ich gebe Ihnen meine Kontaktdaten und wir können Ihnen die Kurzstudie dann gerne zur Verfügung stellen. Wir haben uns angeschaut die Entwicklung bis 2033. Wir haben mal ein bisschen zusammengesammelt die Ankündigungen von verschiedenen Batterieherstellern aus Asien und auch hier aus Europa, was wir eben an Gigawatt bis hin zu Terawatt erwarten bis 2033. Und auf der Grundlage haben wir dann angeschaut, wie dann in den verschiedenen Bereichen sich die Beschäftigtenzahlen entwickeln. Also relativ gesehen können Sie sehen, bis 2025 ist ein leichter Anstieg und 2033 eben mit dem Hochlauf der Elektromobilität wird es zumindest relativ gesehen sehr hohe Effekte haben. In absoluten Zahlen gesehen, muss man natürlich gestehen, sind die Effekte jetzt nicht so riesig groß. Aber wie gesagt, wir haben auch diesen strategischen Aspekt im Hintergrund. Wenn wir langfristig keinen Zugriff auf die Batteriezellproduktion haben, ist durchaus auch die Automobilindustrie hier in Deutschland und Europa insgesamt in Gefahr.
Also wir gehen nach den derzeitigen Schätzungen, wir werden das natürlich auch laufend anpassen, aber im Moment davon aus, dass wir bis 2033 ca. 155.000 Arbeitsplätze dadurch generieren können, wenn wir eine Ansiedlung hinbekommen. Gut, zum Abschluss nur noch mal kurz der Hinweis. Der VDMA ist natürlich strukturpolitisch und ordnungspolitisch neutral. Also wir gehen nicht her und sagen, Sie müssen Arbeitsplätze in der Lausitz schaffen oder in Nordrhein-Westfalen im Braunkohlerevier, weil wir natürlich die ganze Bandbreite des Maschinenbaus haben. Insofern sind wir für horizontale Industriepolitik, vor allem Technologieneutralität. Wir setzen nicht nur auf die Batterietechnologie, sondern auch auf Brennstoffzellen und Ähnliches mehr. Wobei wir natürlich sehen, dass bei der Elektromobilität vermutlich das Ganze in Richtung Batterien gehen wird. Moment. Und wir haben zwar klare ordnungspolitische Grundsätze, aber auch das ein Signal, gerade weil uns die Batteriezellproduktion strategisch sehr am Herzen liegt und wir das Gefühl haben, dass die Asiaten da viel, viel schneller sind als wir und wir auch der Meinung sind, dass wir da wirklich auch Gas geben müssen, um von den Asiaten nicht abgehängt zu werden. Wenn wir jetzt auf das blicken, was der Herr Altmaier angekündigt hat mit den Subventionen, ist es jetzt nicht so, dass wir komplett gegen Subventionen sind, sondern unter bestimmten Voraussetzungen eben auch sagen, so eine Anschubfinanzierung, wie er das plant, wir nennen das so salopp Babycare, kann man sich unter bestimmten Umständen vorstellen, wenn es zeitlich befristet ist, wenn es transparent ist. Und was ganz wichtig ist, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, sondern die Unternehmen müssen im Fahrersitz bleiben und es muss die Initiative der Unternehmen sein. Von daher wird das jetzt eine sehr spannende Zeit. Es wabern viele Ankündigungen und Gerüchte durch den Raum, was die Konsortien angeht. Am Ende muss man das, was dann auf dem Tisch ist, daran messen lassen, wie der Herr Altmaier das fördern will. Aber entscheidend ist für uns, zum Abschluss nochmal gesagt, es ist von erheblicher strategischer Bedeutung, wie oft argumentiert wurde, auch in der Vergangenheit von der Automobilindustrie, ach, das macht ja nichts, wir können die Zellen uns von den Asiaten holen. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder kapiert, dass es zu gefährlich ist. Also das von meiner Seite. Wie gesagt, die Kurzstudie, wenn Sie daran Interesse haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich stehe für Gespräche zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Thilo Brückner. Ach, jetzt sind die Bienchen weg. Ich wollte gerade noch fragen, welche. Zeigen Sie uns doch gerne nochmal die Bienchen. Was haben die denn mit der. Man fragt sich ja manchmal so die Illustration, was hat die mit den. Egal, wir haben sie ja gesehen. Ja, die Bienchen, die sind bei uns. Jetzt gucken wir nochmal, kriegen wir sie nochmal hin? Na? Ich dachte so gerade an den Volksentscheid in Bayern. Nein, die Bienchen sind für uns tatsächlich auch ein Symbol für die Batteriezellproduktion, weil die Bienen haben ja ihre Waben. Ach! Okay. Die Bienen stehen dafür, dass man zusammenarbeiten muss, um so ein Gebilde hinzubekommen. Das heißt, für die Batteriezellen braucht man auch einen Zulieferer und Ausrüster. Und das sind die fleißigen Bienchen, die